Leonberg heute, eine Kleinstadt im Südwesten Deutschlands. Nur wenig erinnert an seine grausame Geschichte. Wo sich heute das Samariterstift, ein Altenheim, befindet, stand von April 1944 bis April 1945 ein Konzentrationslager. Mitten unter der Bevölkerung und doch weit entfernt. An dieser Stelle in der heutigen Seestraße wurde das neue Lager Ende 1944 bezogen. Drei zweistöckige Blocks für je 500 Häftlinge. Bis heute überdauern hier, umgebaut und neu verputzt, die Reste eines ehemaligen Blocks, Seestraße 74. Unweit des neuen Lagers stand das alte Lager. Die Fliederstraße folgt dem Verlauf der alten Lagerstraße. Rechts und links standen Holzbaracken für weitere 1500 Häftlinge. Das alte Lager wurde kurz vor Kriegsende vom Ortspolizisten vollständig niedergebrannt. In beiden Lagern zusammen wurden ungefähr 3000 KZ-Häftlinge für die Rüstungsindustrie buchstäblich eingepfercht. Dem KZ-typischen Aufbau folgend bestand das Konzentrationslager in Leonberg aus einer Küche, Behausungen der Wachmannschaften, einer Krankenstation, einem Leichenhaus, einem Appellplatz, einem Galgen, einer Umzäunung mit Wachtürmen und aus den Wohnbaracken der KZ-Häftlinge. Wie in hunderten weiteren Orten folgte auch die Anlage des KZs in Leonberg den Bedürfnissen der Rüstungsindustrie. KZ-Häftlinge sollten den krassen Arbeitskräftemangel ausgleichen. Gearbeitet wurde in dem zu einer Fabrik umfunktionierten Autobahntunnel. Der Verkehr auf den Autobahnen war zu diesem Zeitpunkt vollständig zum Erliegen gekommen. Nach den Flächenbombardements im Februar 1944, der Big Week und der weitgehenden Zerstörung der Rüstungsanlagen wurde die Produktion dezentralisiert und in Tunneln und Bergwerken bombensicher untergebracht. Hier im Autobahntunnel wurden die Tragflächen des Messerschmitts Düsenjägers ME-262 montiert. Um die Produktionsfläche zu erhöhen, zog man eine Zwischendecke in beide Tunnelröhren ein. So konnte man ca. 11.000 Quadratmeter nutzen. Der Produktionsablauf war weitgehend arbeitsteilig und erfolgte auf solchen Montagewägen, die jeweils von Station zu Station geschoben worden sind. Die ME-262 sollte als Wunderwaffe die alliierten Bomberströme auf Deutschland beenden und somit eine Wende hervorrufen. Die erbarmungslose Ausnutzung der Arbeitskraft von Häftlingen nach dem Prinzip Vernichtung durch Arbeit war fester Bestandteil der nationalsozialistischen Rassenpolitik. Hitler plante von Anfang an, das Deutsche Reich hauptsächlich nach Osten hin zu vergrößern. Deshalb überfiel er Polen und griff die Sowjetunion an. Nach siegreichem Ende dieser Kriege sollte nach dem Generalplan Ost die deutsche Volkstumsgrenze um 1000 Kilometer nach Osten verschoben und dort 10 Millionen germanische Herrenmenschen angesiedelt werden. Die dortige Bevölkerung musste aus diesem Grund ausgedünnt werden. 6 Millionen Juden starben in den Vernichtungslagern. Diejenigen Juden, die nicht erschossen oder direkt in die Gaskammern geschickt wurden, kamen zum Arbeitseinsatz in eines der unzähligen Arbeitslager im Reich, so auch nach Leonberg. In Leonberg waren 1944-45 ca. 30% der Häftlinge Juden, meist aus Russland, Polen und Ungarn. Diese Tafel stammt aus dem alten Lager aus der Frühzeit des KZ Leonbergs. Wie man erkennen kann, kamen in das KZ Leonberg Häftlinge aus vielen verschiedenen Ländern, zum Beispiel Belgier, Griechen, Litauer oder Russen. Zur Kennzeichnung der Staatsangehörigkeit trugen diese rote Stoffwinkel auf ihren Jacken. Also ein roter Stoffwinkel bedeutet, dass diese Gefangenen aus politischen Gründen festgehalten wurden. Zum Beispiel trugen die Polen einen roten Stoffwinkel mit der Beschriftung P und Franzosen einen roten Stoffwinkel mit der Beschriftung F. Was besonders auffällt, wenn man genau hinsieht, ist,
dass die Polen und die Russen zahlmäßig am stärksten vertrieben waren. Zu dieser Zeit waren 201 Polen und 297 Russen im KZ, aber lediglich 27 Franzosen. Dies erklärt sich mit der rassischen Politik der damaligen Zeit. Denn die slawischen Länder galten als minderwertige Rasse und sollten mit dem Prinzip Vernichtung durch Arbeit ausgedünnt werden. Gegen Ende des Krieges waren auch 30% Juden hier im Lager und eben dieses Prinzip galt auch insbesondere für diese Juden. Die KZ-Häftlinge besaßen nicht viel und das Wenige, was sie besaßen, sieht man schon alleine hier. Das waren dann zum einen diese Jacke, die war sehr dünn und gestreift, und eine ebenso dünne Hose besaßen sie. Das waren dann die einzigen Kleidungsstücke, die die Häftlinge hatten, und die trugen sie sowohl im Sommer als auch im Winter. Das rote Dreieck bedeutet einfach, dass diese Jacke einem politischen Gegner gehörte. Zu der Kleidung trugen sie dann noch diese Schuhe. Die waren meistens aus Holz, sehr steif, also laufen konnte man damit vermutlich kaum. Dieser Napf ist der Teller fürs Mittagessen, hatte jeder Häftling einen. Und zum Mittagessen gab es nur eine Kelle, einen Topf. Den Napf hatte jeder Häftling Tag und Nacht bei sich, weil er einfach schnell gestohlen wurde. Und wenn man keinen Napf hatte, hat man eben auch nichts zu essen bekommen. Zum Abendessen und zum Frühstück gab es jeweils eine Tasse undefinierbare Brühe und ein Stück Brot mit einem Hauch von Margarine oder ähnlichem. Diese Essensrationen waren unzureichend für den harten Arbeitstag, der für jeden 12 Stunden dauerte. In diesen 12 Stunden mussten die Häftlinge hier oben im Tunnel unter ohrenbetäubendem Lärm die Tragflächen der Armee 262 zusammennähen. Dazu gibt es dann auch noch ein Zitat von Albert Montal. Man hörte die Hämmer, man hörte die Mietpistolen, man wurde ganz taub von diesem Lärm.